Willkommen zurück, Leute, zu F1 2021. Wir sind in Kapitel 8 und nach einem frustrierenden Grand Prix von Australien, ihr wisst, Getriebeprobleme, wollen Kasper Ackermann und Aston Martin in Sakhir unbedingt ein wenig Stabilität erreichen. Aber im Laufe des Rennens wird klar, dass die Abnutzung seiner Reifen in den kritischen Bereich reingerät. Ackermann, was ist los? Du bist doch Experte. Was machst du deinen Reifen kaputt? Das sind wir hier. Junge, es sieht so geil aus, diese Aufnahmen, Mann. Juhu! Ich verliere Grip. Verstanden. Du kannst nächste Runde reinkommen. Boxenstopp, nächste Runde. Nein. Ich muss jetzt reinkommen. Es wird zu schlimm. Aiden kommt gleich rein. Halte noch eine Runde durch. Junge, was heißt denn Aiden? Hat er nicht eine Runde weniger? Ja, andere Strategie. Hab ich nicht Vorrang? Er kommt an die Box. Bleib bitte draußen, Kasper. Gut. Na, Junge. Oi, oi, oi. Ich bin hier nur am Rutschen. Ich komme rein. Oh nein, oh nein. War wohl ziemlich dringend für Aiden, was? Bleib bitte geduldig, Kasper. Junge, wenn die nicht vorbereitet sind, dann haben wir doch keine Reifen fertig. Was ist das? Und noch einen. Okay, los, los. Junge, immerhin hatten sie die Reifen da. Alles gut. Junge, aber es sieht so geil aus. Wenn das, stellt euch mal vor, das ganze Spiel würde so nice so von der Grafik aussehen. Wie die Cutscenes hier. Okay, also wir haben viel Zeit verloren, wir sind weiter hinten, aber wir haben jetzt immerhin frische Reifen. Okay, das hätte besser laufen können. Versuch dir ein paar Plätze zurückzuholen, Kasper. Schon dabei. Let's go und wir übernehmen jetzt endlich die Steuerung. Wir sind auf 11. Wir sind natürlich bestimmt 10 Sekunden hinter dem Vordermann, hinter unserem Teamkollegen, ne? Weil der hat ja vor uns gestoppt. Aber das ist, würde ich sagen, das absolute Ziel, das noch zu erreichen. Wir müssen keinen Stop mehr machen, die vor uns müssen vielleicht, ne? Also ich meine, es war ja ein regulärer Stop. Wir haben nicht so viel Zeit verloren durch den Stop eigentlich. Der muss ja regulär gewesen sein. Nur ein bisschen zu lange hat er gedauert durch das Warten. Aber die Plätze, die holen wir uns jetzt wieder. Oh. Und da seht ihr schon, ich bin hier am Übersteuern. Aber so wie der gerade gefahren ist in den Cutscenes, also beim ersten Mal okay. Aber kein Formel-1-Fahrer fährt mehrere Kurven mit solchen Querstehern. Also das passiert nicht. Dann wusste einfach, also diese Quersteher kommen ja nicht davon, dass die Reifen einfach kaputt sind und dann ist das so, sondern die Quersteher kommen davon, dass sobald, ihr müsst euch das so vorstellen wie so ein Diagramm, so eine gewisse Querbeschleunigung hält so ein Reifen halt aus und wenn man darüber geht, dann ist es halt einfach vorbei. Und je älter der Reifen ist, desto weniger von der Querbeschleunigung hält er aus. So, aber das heißt ja einfach als normaler Rennfahrer, dass du, sobald deine Reifen schlechter werden, immer ein bisschen weniger Gas gibst raus aus der Kurve. Und dann passiert das auch nicht mehr. Das passiert ja nicht einfach so. Aber irgendwie... Matze Spin hier. Ja, lass uns schön vorbei. Du bist eine Runde zurück. Blue Flags, Alter, honestly! Fährt uns in die Karre hier, was ist das denn? Honestly, Junge, Matze Spin. Im echten Formel-1-Rennen Bahrain hat er sich genau hier einfach in die Wand gedreht in der ersten Kurve, Alter. Sein erstes Formel-1-Rennen war 10 Sekunden, dann lag er in der Wand und zwar von ganz alleine. Matze Spin, schön vorsichtig bitte hier. Wir haben noch einen Job zu erledigen. Und ich glaube, schnell ist immer, wenn ich mich am Anfang so verquatsche, vergesse ich schnell zu fahren. Und dann schaffe ich die Aufgabe nicht. Latifi, du bist auch nicht bei mir. Lass mich durch bitte. Und gelbe Flagge irgendwo vor uns. Oh. Und da ist schon, da ist Jackson. Ach, Jackson ist scheiße. Ach so, deswegen hat er ja gesagt, der ist eine Runde zurück. Und dann stoppen die vor uns. Für jemanden, der auf Platz 18 ist, Junge! Die lieben ihren Jackson anscheinend. Ich meine, als ich Jackson selbst war, da war es auch okay, aber jetzt? Egal. Fernando Alonso im Alpine ist der Einzige, der zwischen uns und den Punkten ist. Spätestens mit DRS haben wir ihn gleich. Und es ist gar nicht so klug, jetzt hier außen DRS, sozusagen ihn ohne DRS schon zu überholen, deswegen machen wir das auch nicht. Wir bleiben schön bis zur Erkennungslinie hinter ihm. 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Gehen vor ihn. Und haben dann nämlich gleich DRS, weil wir noch beim Erkennungspunkt hinter ihm waren. So macht man das nämlich. Genauso hat Fernando Alonso das in Kanada auch mal sehr eindrucksvoll gemacht. Ich glaube sogar gegen Hamilton damals, ich weiß es nicht mehr. War aber auch ein sehr geiles Duell. Wo sie dann beide so zurückgesteckt haben vor der DRS-Linie. Niemand wollte vorfahren praktisch, ganz langsam beide gemacht. Und ja, weil sie wussten, wer DRS hat, der geht, der wird dann nach vorne gehen. So habe ich das eben ja gerade auch mal kurz versucht. Ne? Lieber hinten bleiben, um dann mit DRS schön zu überholen.
Wir haben jetzt noch 3 Runden. Runde mehrere Sekunden Abstand zu deinem Hintermann. Weiter so. Na Junge, weil wir frische Reifen haben, weil wir gut unterwegs sind. Next one, Ricardo, Alter. Mach dich bereit. Und jetzt sind alle hier schön nebeneinander. Das sind keine Überrundeten mehr. Das sind alles hier Leute, die wir holen können. So, Ricardo, gleich auf DRS holen wir. Okay. Der hat auch DRS, aber wir machen unseren... unsere ERS-Power an, unsere Batterie, und damit kommen wir auch gut vorbei. Musste akzeptieren, dass wir jetzt durch sind. Und wir kommen zu Tsunoda. Ey, wir fliegen jetzt hier einfach durchs Feld durch. So muss er aussehen. So wollen wir das sehen. Let's go, boys! Tsunodi Modi! Wir könnten wieder auf ERS warten, halt ist die Frage, ne? Ja, komm, wir warten auf ERS. Auf DRS. So, jetzt sind wir nämlich wieder bei Linie hinten gewesen. Das heißt, wir sind die, die DRS bekommen. Jawohl. Haben trotzdem die bessere Linie von außen gehabt. Klasse Komm. Manöver. Bei dir sieht das so einfach aus. Ja, Brudi. Das ist, es ist harte Arbeit, damit das so aussieht. Habt ihr übrigens gesehen, ich hab's schön alles auf Deutsch jetzt gestellt, ja, damit man schön hier alles verstehen kann. Habt ihr euch gewünscht? Habe ich's gelesen in den Kommentaren? Haben wir umgesetzt. Monsieur Perez. Wie viele bekommen wir noch? 2 Runden sind es nur noch. Wobei, wir haben hier nach noch 2 Runden. Also da ist auf jeden Fall, die beiden sind noch easy drin. Ach, danach ist große Lücke bis zum 5. Platz in Ferrari. Also die beiden sind jetzt noch das Ziel. Perez und Ocon. Weil wenn ich das auf die Karte gucke, danach ist zu groß der Abstand. Das wird sehr schwer. Boah. Let's go, boys! Schaffen wir leider nicht. Deswegen habe ich ERS wieder ausgemacht, damit wir es nicht unnötig verschwenden. Das hätten wir nämlich hier nicht gepackt. Müssen wir jetzt noch einmal hinten bleiben. Aber das Ziel ist klar. Der 6. Platz nämlich. Und wir machen das gleiche wie in den Runden vorher. Wir bleiben jetzt noch hinten. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Und haben jetzt aber DRS. Und zwar können wir vielleicht beide überholen. Ah, leider jetzt kein Windschatten, weil wir schon so früh raus mussten. Ey, wir können trotzdem aber. Aber ich habe halt keinen Windschatten. Mann, ey. Ocon, gib du mir jetzt den Windschatten. Ey, kannst da draußen. Und Ocon will natürlich nicht den Platz aufgeben. Dahinter wird auch noch gefeitet mit den beiden. Aber wir haben es. 6. Sehr schön, 6. Platz. Ey, das ist, also da kann man, glaube ich, zufrieden sein. Trotz des Stops, der uns ein bisschen was gekostet hat. Ich meine, sonst hätten wir vielleicht Sainz noch holen können, der da vorne auf einer anderen Strategie auf Hart sehr, sehr schnell unterwegs ist. 10 Sekunden vorne. Aber mit dem Stop hätten wir vielleicht nochmal 5 Sekunden gespart. Oder vielleicht sogar mehr, ne? Vielleicht sogar, also ohne diesen also wäre der Ackermann nicht vorne reingefahren, hätte man es hier dann 5. holen können. Aber auch so haben wir, glaube ich, gezeigt im 6. was möglich ist. Trotzdem ganz gutes Rennen. Und ich meine, der Anspruch ist natürlich, dass man hier Podium fährt mit Aston Martin. Ich meine, Vettel hat es ja vorgemacht. Dementsprechend, vielleicht schaffen wir das nochmal. Oder was ist vielleicht? Ich bin relativ sicher davon, dass eines der Ziele im Story Mode noch sein wird, dass man hier ein Podium holt. Denke ich mal, oder? Das wäre doch, also ich meine, das gehört ja wohl zum Story Mode dazu. Und das ist auf jeden Fall mit dem Aston Martin hier möglich in der 2021er Saison. Ist keine Scheiße mehr bauen, wie im Beatsmeet, wie in der Beatsmeet Mini-Season. Ah, ja, Leute, das hat aber so Laune gemacht, muss ich sagen. Gegen die anderen Jungs zu fahren. So, und gegen die Lena natürlich, die ist auch mitgefahren. Also Jungs und Mädels. Habt ihr hoffentlich gesehen, die Let's Plays. War richtig geil. Also das, ich hoffe, dass noch viele weitere Mini-Seasons kommen. Haben einige geschrieben, yo, schade, warum nur 3 Rennen? So, es wird jedes Jahr, werden es weniger Rennen. Ey, ich würde mehr fahren. Ich hätte voll Bock, auch mehr zu fahren. Die Jungs bei PC, die müssen halt gucken, die machen ja weniger Videos, die streamen ja mehr und so weiter. Und so Mini-Seasons sind halt immer Videoprojekte bei denen, aber die können halt nicht so unendlich viel machen von deren Plan her und so weiter. Also deswegen, die Jungs hätten bestimmt auch Bock auf mehr Rennen, aber die haben halt immer einen riesen Gaming-Kanal zu verantworten, so mit verschiedenen Projekten und so. Deswegen kriegen die leider, glaube ich, momentan nicht mehr hin, aber es gibt ja immer mal wieder GPOs, die ja gestreamt werden, wo wir dann auch nochmal bei jedem GPO 3 Rennen fahren. Und da bin ich bestimmt auch wieder dabei. Also ich bin auf jeden Fall dabei, solange ich nicht zeitlich irgendwelche Probleme habe. Aber immer, wenn es geht, bin ich da ja dabei. Und das macht auch richtig Laune. Also da, ne? Bin ich mir sicher, werden auch noch F1 2021 GPOs folgen, bei denen ich dann mitfahre.
wo man damit richtig vielen Fahrern gemeinsam online fährt und ich das Ganze streame, aber auch als YouTube-Video hier für euch hochlade, für die, die keine Zeit haben beim Stream. Also ich meine, das wisst ihr bei mir. Alles, was irgendwie cool ist, was gestreamt wird, lade ich eigentlich auch nochmal als Video hier hoch. Und bei F1 wird das nicht anders sein. Also da kommt noch mehr Multiplayer-Action hier bei F1. Wir spielen den Story-Mode auf jeden Fall durch. Und je nachdem, was danach ist, vielleicht machen wir auch noch eine normale Karriere. Oder eine My-Team-Karriere. Da müsst ihr mal sagen, habt ihr mehr Bock, Leute, auf eine My-Team-Karriere oder mehr Bock auf eine normale Karriere? Ich habe ja My-Team nicht gespielt beim Vorgänger, weil ich dachte, das macht mir nicht so Bock mit dem ganzen Team-Management-Ding. Aber wenn ihr sagt, das ist voll geil, ich soll es ausprobieren, vielleicht mache ich das mal. Oder ich mache halt eine normale Karriere. Müsst ihr mal sagen. Also ich habe Bock, weiter Formel 1-Content zu machen, auf jeden Fall. Wisst ihr, am letzten Jahr habe ich ja über 70 Videos gemacht, so dass wird dieses Jahr auch wieder ordentlich was kommen. Okay, sammel ein wenig Gummiabrieb ein und komm rein. Junge, schießt nochmal der Red Bull hier in der Auslaufrunde hier nochmal rein. Aber interessantes Aufeinandertreffen von Ackermann und Jackson hier in der Boxengasse, Stefan. Wird das hinter den Kulissen noch weitere Spannungen auslösen? Uiuiuiui. Ackermann hat sich über Funk schon ziemlich wütend angehört. Sollte bis nächste Runde warten, aber kam trotzdem rein. Mit klarem Kopf würde man so eine Entscheidung nicht treffen. Hat er da seine persönlichen Probleme mit auf die Strecke gebracht? Ich glaube schon. In der letzten Saison haben sie sich die Reifen an Scheiße, das war's. Punkte gekostet. Und wenn man sieht, was heute passiert ist, glaube ich, es geht genauso weiter. Ey, wir sind Familienvater Ackermann. Ja? Wir sind, also... Aus unserer Perspektive war das ein aufregendes Rennen. Wie war es aus Ihrer Sicht? Junge, Claire, du kannst einfach weggehen. Das sind alle Scheißfragen. Rennen heute, Kaspar. Für uns Zuschauer schien es so, als habe es irgendeinen Konflikt wegen der Boxenstoppstrecke. So etwas passiert leider manchmal. Ich habe gemerkt, dass ich bald neue Reifen brauche und an die Box muss. Das war ein kalkuliertes Risiko. Mehr gibt's da nicht zu sagen. Ich habe mich davon erholt und das Rennen beendet. Ja. Die Schwierigkeiten heute lagen also an einer Teamentscheidung und nicht an weiteren Spannungen zwischen Ihnen und Aiden Jackson? Es war nur... Das ist alles in Ordnung. Wir hatten nur unterschiedliche Strategien und es kam zu einer unglücklichen Überschneidung. Letzte Saison gab es zwar Probleme, aber die gehören der Vergangenheit an. Warum fragen Sie? Nun ja, Sie schienen bei Ihren Funksprüchen sehr wütend auf Ihr Team zu sein. Manche fragen sich, ob das ein Indikator für ein tiefer liegenderes Problem hinter den Kulissen ist. Was würden Sie dazu sagen? Ja. Das ist halt das Harte, ne? In der Formel 1 oder in anderen Motorsportarten, wo der Boxenfunk abgehört wird und im Fernsehen dann live präsentiert wird. Da, ne, also ich weiß selbst so aus eigener Erfahrung, am Funk sagt man dann auch mal Scheiße, ne? Also wenn du dann volles Adrenalin hast und irgendwas isst du, dann redest du halt ganz anders, als du das machen würdest, ohne jetzt im Cockpit zu sitzen, weil... Klar, du bist relativ sicher im Auto und so, aber trotzdem, dein Körper ist so voll im Fluchtmodus, voll im Kampfmodus. Und weil der spürt so, jo, das ist gerade lebensbedrohlich, in Anführungszeichen, ja. Es ist lebensbedrohlich, ne. Es kann irgendwas Schlimmes passieren, auch heutzutage sterben noch Leute im Motorsport. Auch wenn du nicht dauernd im absolut lebensbedrohlichen Zustand bist, aber du machst etwas sehr Risikoreiches. Und da ist deswegen Adrenalin richtig hoch, vor allem wenn irgendwas passiert. Weißt du, wie Reifenprobleme, du rutscht, ne, oder du bist im Kampf mit jemand anderem, irgendwas Dummes passiert. So, da bist du halt, und dann bist du halt auch noch im Wettkampf, du bist voll unter Anspannung. Und da sagt man dann manchmal Sachen, die man niemals danach so sagen würde. Also ich finde, das hört man auch bei Formel 1, bei echten Formel 1-Fahrern im Funk halt, denkst du manchmal, Alter, was sagt der denn da? Ne, und wenn du sie danach dann hörst, wenn sie wieder normal unterwegs sind und im Interview sind, sind sie viel lockerer drauf und viel cooler. Also das muss man immer sagen, so im Funk, das war nur das Adrenalin. Ich weiß nicht mal mehr, was ich gesagt habe. Deswegen muss man sich keine Gedanken machen. Das war nur das Adrenalin. Wenn man mitten im Rennen ist, kann es schon mal mit einem durchgehen. Ich weiß nicht mal mehr, was ich gesagt habe. Wenn ich zu ausdrucksstark war, werden wir hinterher höchstens darüber lachen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Immer gerne. Ich hoffe, ich muss wenig Interviews mit dir machen. Was lacht die denn noch so? Der Zwischenfall in der Boxengasse hat Ackermann zwar ein paar Plätze gekostet, aber hat sich mühsam zurückholen können und den Grand Prix von Bahrain mit einer ansehnlichen Platzierung für sich und Aston Martin beendet. Finde ich auch. War eine starke Leistung. Also. Ich verstehe es einfach nicht. Er darf zuerst an die Box, sein Auto bekommt das einzige neue Triebwerk und dann darf er im Qualifying nach mir starten. Der Junge ist praktisch schon der erste Fahrer. Das kann ich mir nicht vorstellen. Warum bezahlen Sie ihm denn mehr? Das regt dich also immer noch auf. Nein. Weiß nicht, vielleicht. Ich wünschte, ich hätte es nie erfahren. Boah, der ist der erste Fahrer, dann würde ich mal sagen. Aber es geht dir doch nicht ums Geld. Ich bin alt. Du bist nicht alt.
Fang nicht wieder so an. Ich bin alt. Für einen Fahrer bin ich alt. Ach komm, das ist deine letzte Saison. Mach das Beste draus. Ich hab's Ihnen noch nicht gesagt. Wann sagst du's denn? Bald. Okay. Und bis dahin solltest du Jackson ignorieren. Okay. Und spiel nicht länger das Opfer. Das steht dir nicht. Ja, schon klar. Als nächstes geht's nach Sandford. Alle werden dir die Daumen drücken. Sei der Mann, den sie lieben. Heimrenn, ne? Der Holländer hier. Und hey. Was? Sei der Mann, den ich liebe. Ansporn. Das ist süß. Hast du dir das selbst ausgedacht? Das ist mein natürlicher Charme. Mensch, die beiden. Verstappen kann mir nicht das Wasser reichen. Was? Musste das jetzt sein? Oh Mann, Alter, es ist so. Ich finde es also so, aber so ein cooler Charakter, den zu spielen. Weiß ich, der hat halt voll. Weiß ich, der Aiden Jackson ist halt einfach ein junger Fahrer, wie jeder junge Fahrer, möchte halt irgendwie jetzt in die Formel 1 kommen, bisschen unbedarft und so weiter, aber schneller Fahrer. Und der Jackson ist, und der Ackermann, ne, der Kaspar, den wir jetzt spielen, der ist halt, weiß ich, so ein alter Fahrer, der eigentlich gut ist, aber jetzt halt seine letzte Saison, er hat seine Sorgen so im Leben, ne, mit seiner Familie und alles. Ich finde es voll cool, dass sie so einen Charakter drin haben. Ist viel interessanter dadurch, finde ich, die Story. Aber ja, Strategieproblem bei Aston Martin, aber Ackermann setzt sich durch. Ja, durchsetzen haben wir uns nicht können, weil sonst wäre ja Aiden Jackson noch eine Runde mehr gefahren. Das wäre richtig gewesen, hätten wir keine Probleme gehabt. Aber ja, wir sind trotzdem direkt rein. Ja, aber der alte Ackermann, wie viele Fehler kann sich der Holländer noch leisten? Ha, das sind keine Fehler gewesen. Die tun jetzt, ob ich ein Fehler war, als ich reingekommen bin. Ich musste reingehen, die greifen mal am Arsch, Alter. Gegenwind für Aston Martin nach einer fragwürdigen Saison. Uiuiuiuiuiuiui. Also das müssen wir auf jeden Fall, würde ich mal sagen, in Zukunft nochmal ein bisschen besser machen, das ganze Ding hier. Erstklassige Strategie, Aston Martin, ihr superhörne Junge. Also kommen hier die ganzen bösen Kommentare hier. Sorry, ich verstehe das nicht. Warum sollte man die Boxenstopp-Reihenfolge so ändern, dass Jackson bevorzugt wird, wenn dadurch der nachweislich gute Fahrer grundlos zurückgehalten wird? Ja, sehen wir auch so hier mit Marduk. Da bin ich der gleichen Meinung wie du. Also, hoffen wir mal, dass das in den nächsten, dass es demnächst besser läuft. Und dankbar. Ah, okay. Und der Ottmar ist dankbar dafür, dass ich es vor der Kamera nicht so böse gesagt habe. Also, ja. Wir können zum nächsten Kapitel gehen. Das gibt's aber in der nächsten Folge hier von F1 2021 Karrieremodus. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Drückt noch oben, wenn es gefallen hat. Und bis in 2 Tagen. Ich freue mich drauf. Ciao, ciao.